Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Ja, wir sind jetzt gerade an der Quest für das Braufest. Und zwar sollen wir hier den Korin, sollen wir töten. Man kennt es allgemein. Wir kriegen jetzt hier ein paar Erfahrungspunkte. Kriegen vielleicht ein schönes Item. Das Reittier habe ich leider mittlerweile sogar schon zweimal. Das heißt, das bringt nichts mehr. Wir nutzen 3 Damage-Dealer. Ich würde es ja probieren. Beitritt als Gruppe. Hallo? Jetzt? Nein? Jetzt geht's. Okay, aus irgendeinem Grund hat der Tank und der Heiler die Gruppe verlassen. Jetzt haben wir einen Tank und einen Heiler. Dann kann's losgehen. Das war gerade ein bisschen verwirrend. Okay, wir töten jetzt den dementsprechend. Das ist so eine kleine Quest, die man eben wegen des Braufestes hier bekommt. Man kriegt ein relativ gutes Item. Was ist bei mir? Mit Ads? Das ist das toll. Ich kann mich an die Ads ehrlich gesagt nicht erinnern. Obwohl, nee, die wurden nur mitgepult. Okay, die gehören nicht dazu. Und auf die drei, die jetzt hier neben dran stehen, die gehören dazu. Wir haben ein bisschen mehr Leben, aber das andere war letztendlich Trash-Zeug. Aus der alten Inni. Ah, komm, entwaffnen ist natürlich für die Gurken immer ganz toll. Ja, das ist für Nahkämpfer ist relativ anstrengend. Für Damage-Dealer aus der Ferne ist der relativ gut, weil er eigentlich gar nichts macht, außer mit dem Pass werfen. Ja, ist halt durch das Braufest da. Ich werde versuchen, den so oft wie möglich zu machen, da es relativ gut Erfahrungspunkte, relativ gut Gold gibt. Und, ja gut, man normalerweise eben das Reit hier noch bekommen kann, aber das brauchen wir halt dementsprechend erstmal nicht mehr, denn wir haben es halt zweimal. Genauso wie die Trottelnächte, die werden auch bald kommen. Das müsste so, glaube ich, im Oktober irgendwann der Fall sein. Wir haben ja gerade noch September. Man sieht es hier. Wo kann ich denn hier switchen? Oktober. Genau, hier fangen 18. Oktober fangen die Schlotternächte an. Oder auch nicht. Hallo? Bist du bitte? Nee, Beginn der Schlotternächte. Sehr schön. Genau, das ist noch relativ wichtig, dass ich die bitte mache, denn mir fehlt noch das Reittier vom kopflosen Reiter fehlt mir noch. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Das hätte ich gerne. Irgendwie läuft hier gerade alles aus. Ich bin aber auch absolut null konzentriert, gebe ich zu. Man sollte, glaube ich, auch eher die Ads noch mitmachen, aber irgendwie bin ich nur noch gestunt. Ja, alle anderen auch. Wir haben die Ads ein bisschen archigen. Das ist zu weit entfernt. Entwaffnen. Ich bin außer Reichweite. Komm da, komm, mach diesen blöden Heini da hin. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel erklären und alles. Komm, Bingo, da ist er hin. So, da kriegen wir noch eine Quest. Wir haben dementsprechend das Item bekommen, das werden wir uns dann gleich ansehen. Wir kriegen hier diese Braufestmarken. Ob wir uns damit beschäftigen werden, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ob wir uns mit dem kompletten Braufest beschäftigen, muss ich mal schauen. Ich will jetzt eigentlich hier in der Hauptstory weiterkommen und nicht durch das Braufest noch nehmen. Ihr könnt mir mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet. Das hat bis jetzt zwar noch nie richtig gut, aber ihr könnt es ja gerne mal probieren. Also wenn ihr einen Kommentar da lasst, mach mal das komplette Braufest, mach das komplette Braufest. Wir haben jetzt hier diese fassförmige Schatzkiste bekommen. Schauen mal, was drin ist. Braufestmagen 14 Stück. Schade, nichts Sinnvolles. Man kann noch ein episches Item, glaube ich, rauslooten. Und das eine oder andere Spielzeug. Und wie gesagt, das Reittier, was mir aber nicht schon... Willkommen! Nice. Wir bekommen unseren nächsten Champion dazu. Sehr cool. Oh yeah. Darauf habe ich ja ehrlich gesagt gewartet. So, wir haben... Schade. Okay. Schultern, Kopf und Brust haben wir leider alles schon. 285, 280, 280. Aber ob wir uns da neue holen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Farbe ist cooler mit Blau. Das. Dunkelbraune. Eckige. Jetzt mal an Bord der. Ah. Okay, wir können dorthin. Ah, übrigens, das hier, weil ich es gerade sehe. Das ist ein Reittier, das man momentan bekommen kann, wenn man für, ich glaube, 65 Euro sich Karten kauft. Ich habe ja das, ich lasse das über mein Kontoabbuch, diese 12,99 letztendlich jeden Monat. Man kann sich jetzt für 64 Euro 180 Tage holen, kann die an Freunde verschenken oder für sich selbst benutzen und kriegt dann dieses Reittier drauf. Ist eigentlich ganz cool, das Reittier. Ich werde es mir aber höchstwahrscheinlich nicht tun, weil ich es nicht wirklich einsehe, jetzt nochmal mein Konto dann zu ändern, zu kündigen und so weiter und so fort, nur dass ich diese 180 Tage wieder einführen kann. Außer, ich verlose diese 180 Tage. Würde ich aber in einen Livestream machen. War eigentlich ganz okay. Ich bin ein World of Warcraft-Abo verlost.
nächsten Livestream. Behalt's mal im Hinterkopf. Hallo. So, nichtsdestotrotz, wir sollen einmal zurück. Mögen die Reisen sicher sein. Bingo, und das im Schnellreiseverfahren. Sehr schön. Dann dauert das Ganze nicht so lange. Wir sollen erstmal den König Bericht erstatten, beziehungsweise, ja, Birnbahn. Wir sind die Söhne. Sehr schön. Wieder 250 Artefaktmacht. Wir kriegen momentan relativ viel Artefaktmacht dazu. Frage ist, was nehmen wir? Wir haben den Kopf. Ja, 280er, 280er. Dann haben wir die Schultern, 280er, 280er. Und wir haben die Brust, 285 und 280. Ich glaube, wir werden die Brust austauschen. 5, 8. Sollte normalerweise, wenn das mit Stufe 8 das Herz von Azeroth ist, sollte das besser werden. Ah, das hat nur 2. Hat die Brust nur 2? Oh ja, tatsächlich. 2 und hier haben wir dann 3 drauf. Das heißt, wir nehmen die Brust und tauschen die Brust aus. Ist am sinnvollsten. So, Stützpunkt in Zul'Dassar haben wir freigeschalten. So, verwendet Kampagnenkarte von einen Stützpunkt auszuwählen. Oh. Bei der Macht okay. Der Allianz. Ja, leider Feinde ist es so, wie es untergehen. Tätigt hat. Ich hatte zwar, oder ich bin davon ausgegangen, dass wenn man hier einen Schutz aufbauen soll, man diesen Schutz langsam aufbaut, er größer und größer wird, so wie es mit der Garnison war. Hätte mich mega, mega drüber gefreut, wenn das denn so wäre. Leider ist es nicht so, man wählt nur diesen Schutzpunkt aus, macht ein paar Quests davon und hat dann diesen Stück ausgebaut, kann dann hier den nächsten nehmen und so weiter und so fort. Bin mal gespannt, ob sie es irgendwann noch erweitern, aber im Moment ist es so, dass wir diese 3 Schutzpunkte jetzt hier ausbauen können und das war es dann letztendlich. Relativ spektakulär, leider. Leider relativ unspektakulär. So, was ist ein guter Tag für die Jagd? Ah, Forschung an einer Aufwertung zu Beginn. Moment. Wir können eine Aufwertung. Mögen eure Pfeile immer treffen. Boah, die Mission hier läuft noch. Wir haben leider keine andere Mission im Moment. Wir haben zwar einen neuen Anhänger dazu. Stahlfunken haben wir dazu gekriegt. Kelsey. Zur nächsten Queststufe. Qualitätsstufe. 1500 Erfahrungspunkte. Yeah. Nutzt jede Waffe, die euch zur Verfügung steht. Okay, dann schauen wir uns erstmal die Forschungsmission an. Wir werden jetzt erstmal die Hauptquest letztendlich Allianz ein bisschen weitermachen. In der Hoffnung, dass wir auch in der Story weiterkommen. Und wir kriegen vor allem. Oh, wir sind. Behaltet dann das Level euer Ziel im Blick. Sind Level 114 und ich habe es nicht mal mitgekriegt. Was ist denn da los? Wo sind wir Level 114 geworden? Die Tunika haben wir gerade gekriegt? Sind wir Level 114 geworden? Gruppe. Hierin. Hier. Glückwunsch, ihr habt Stufe 114 erreicht, nachdem wir den getötet haben, oder? Genau. Wir haben nichts dazu gekriegt, außer die Kiste. Schade, ich habe es gar nicht. Ich habe es gekriegt. Krass. Okay, nichtsdestotrotz, erstmal die Tunika. So, zweiter Punkt. Ja, wir haben Artefakt-Bonus, den wir auswählen können. Das machen wir jetzt mal zuerst, bevor wir mit der Forschung weitermachen. So, wir haben die Möglichkeit, der Einsatz von der Drosseln aus der Verstohlenheit heraus erzeugt zusätzlich 2 Kombo-Punkte. Das haben wir eigentlich schon. Eure Fähigkeit haben eine Chance, eure Beweglichkeit 10 zu können. Außerdem ausgelöst in der Nähe eine Verbindung. Cool. Eure Fähigkeiten. Eben das hier. Das mit der Matrosin habe ich schon, dass wir fertig oder dass wir Kombo-Punkte bekommen. Ich glaube, in der Schulter von mir ist, glaube ich, drin. Kann aber auch im Kopf sein. Ich bin mir unsicher. Wenn ihr von 4 oder mehr Gegner umgeben seid, gewinnt ihr ein Schild, ins der Schaden absorbiert. Verleiht euch einen absorbierenden Schild in Höhe von. Verleiht euch alle 30 Sekunden ein Schild. Geiler. Geht ihr absorbiert ein bisschen mehr. Oder davon muss ich von 4 Feinden gehauen werden. Hier muss ich nicht von 4 Feinden gehauen werden und kriege alle 3 Sekunden ein Schild. Was denn? Nice! Sehr schön. Dann haben wir hier eine neue Brust. 280er. Also, der ist 285er, 5 Gegenstandsstufe. Dafür besser ausgerüstet. Nice! Boah, dann schauen wir uns einmal die Forschung an. Wir machen hier relativ schnell weiter. Ich möchte vorwärts kommen im Moment. Ah, okay. Das ist so in dem letzten Addon schon war mit seiner, ja, mit den Ordenszahlen, die man ausrüstet. Macht euch die Kraft des Meeres zu bringen, die Ablenkzeit eures Ruhestandes 5%, solange ihr euch auf Gyras oder Zandala befindet. Okay,
Nutzt den Schwung eures letzten oder erhöht eure Reitgeschwindigkeit nach der Landung 5 lang um 20. Geil. Preis auf den Ruhestein, wir nehmen das hier. Kosten 15 Ressourcenpunkte, Dauer der Forschung 4 Stunden. Also okay. Leider wir tun, Gottes, was wir tun müssen. Verfolgen jeden, Sie weiter das Konzept lieben. Des letzten Addons mit den Ordenshallen, die Aufwertung der Ordenshallen, die man machen konnte, die NPCs, die man auf die Missionen schicken konnte. Ich hätte mir gewünscht, wenn es ein bisschen wieder an die Garnison anpassen, das Ganze. Fand ich um einiges schöner als die Ordenshallen, aber sie sind bei dem Konzept leider geblieben. Okay, sehr schade, aber kann man nichts machen. So, wir sollen Nasmir, da sollen wir uns die nächste Mission dementsprechend abholen. Machen wir das mal an der Stelle. Würde allerdings erstmal hier mit der Quest auch weitermachen wollen. Hier hinten. Ist nur für die Forschung. Waffe, ja, genau. Sie ist nur für die Forschung zuständig. Wir können uns hier mal schnell durchklicken. Was wir denn noch so hätten. Weil sie eigentlich. Ja, wenn es. Doch der Ernste. Wir beschäftigen uns damit, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Bevor ich mich jetzt hier zu arg reinlese, das ist für euch auch relativ langweilig, glaube ich. Wir haben noch die Mission im Gange. Die Anhänger, dann haben wir hier Bärkarte, das ist die eine Mission. Ist. Bietet an Aschewind und kurz unterstützen. Das ist eine normale. Nehmen. Moment. Wieso kann ich hier auf der Speerkarte? Ich würde das gern annehmen. Habe ich. Ist mein Questblock voll? Nee. Eigentlich ja nicht. Kann ich das nicht annehmen? Optional. Okay, nach Trustfall. Ja, die Kampagne müssen wir ja weitermachen. Wieso kann ich die Quest nicht annehmen? Das ist ja schade. Schade. Lässt sich nicht annehmen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau wieso. Aber irgendjemand wird mich schon aufklären. Soldat. So, wir kriegen hierfür ausgezeichnete Wahl, Diablo. Vielen Dank, dafür kriegen wir 17.000, weshalb auch immer. Da haben eigentlich gar nichts gemacht. Auf ein Wiedersehen. So, wir sollen Bran begleiten. Wo ist denn der Gute? Ah ne, wir müssen wieder mit dem kompletten Schiff los. Okay. Wir machen es einmal so, würde ich sagen. Bevor wir uns jetzt wieder mit dem Schiff nach Zandalar, was Zandalar aufmachen? Ja, Zandalar aufmachen. Werden wir erstmal hier ein bisschen weiter questen. Und zwar werden wir jetzt einmal mit dem Bötchen zur nächsten Insel. Ja, Insel, letztendlich zur nächsten Insel fahren. In der Hoffnung vor allem, dass ich für dieses Kloster die Questreihe bekomme und abschließen kann. Wir mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zum Kloster erfahren. Mich interessiert, denn wir haben das Dungeon ja schon zweimal mittlerweile gemacht. Leider aber noch nichts von der Questreihe mitbekommen. Beziehungsweise, worum es da überhaupt geht. Was kann ich für euch tun? Das können wir jetzt hier einmal ändern. Oh, ich brauche nach. Ruhiger See und eine frische Brise. Ich hoffe, das Gerät. Ich hoffe, der fährt uns jetzt nicht komplett aus. Das dauert ja sonst Jahre. Das ist voll grob. Ernsthaft? Auf dem Weg nach Kloster, wobei, was? Ja, gut, so weit ist das eigentlich gut, gar nicht. Dass ihr mich es kommt einem relativ. Habt. Die meisten Fährleute legen doch okay. Nicht mehr an. Zu viele finstere Gerüchte machen die Runde. Was das? Text vorbei. Es kommt einem relativ groß von die Entfernung. Es ist aber gar nicht so groß, die Entfernung. Also hier unten müssen wir, glaube ich, anlegen. Hier sogar schon. Anwesende Norwinsons. Ne, da war mal, glaube ich, schon. Hier müssten wir, glaube ich, anlegen oder hier irgendwo. Also es ist gar nicht so weit, wie man denkt, das Ganze. Relativ kompakt gehalten eigentlich. Am einen Tag rennen mir noch Händler die Fähre ein, um mit den Bauern und Bärchlotten drüben zu handeln. Und am nächsten Tag scheinen die Minen verlassen. Und weit und breit ist kein Fleischer in Sicht. Da ist er übrigens, der Braufest-Code, den man bekommen kann im Braufest. Ich habe ihn nicht mal als Favorit, ehrlich gesagt, gesetzt, denn ich habe ihn relativ früh bekommen. Da, wo das Braufest ganz frisch eingeführt worden ist, hatte ich den nämlich gleich bekommen. Ich glaube sogar beim ersten Loot, den ich überhaupt hatte. Relativer Glücksfall, mittlerweile zweimal. Nicht ich mal mehr als Favorit nicht so gesetzt bei mir. Ich bin nicht so abergläubisch wie die meisten Kultiraner. Aber Drost war, da wird mir in letzter Zeit auch mulmig. Was immer ihr da wollt. Bringt das mal lieber schnell hinter euch. So, ich hoffe, die sind dann bald da. Er quatscht mir immer zwischen rein, der Gute.
ziehen wir denn eigentlich hier? Kriegst du so? Kann ich die mir eigentlich... Ja, bingo. Ich würde das gerne am Rucksack anzeigen lassen. Wir können die Ordensressourcen können wir mittlerweile ausblenden. Das andere Zeug hier eigentlich auch alles. Das ist letztendlich alles noch vom Legion-Addon. Das brauchen wir nicht mehr. Unbenutzt. Ich würde mir gerne die Kriegsressourcen würde ich mir gerne am Rucksack anzeigen lassen. Das kann man hier über Abzeichen übrigens machen. Und jetzt sieht man dann hier unten praktisch die Ressourcen. Blindes Auge brauchen wir nicht. Fest. Der schlechte Hafen ist kein freundlicher Ort in diesen Tagen. Ja, du bist nicht wirklich hilfreich. Hat mir fast ein Wolf das Bein abgerissen. Er erzählt einen Schmal, der ist so schlimm als ich. Okay, wir haben hier unten noch bis jetzt. Wir beschäftigen uns mal damit, solange wir hier noch unterwegs sind. Also wir haben mittlerweile zwei NPCs. Zwei können wir noch freischalten. Truppen können wir auch noch freischalten. Die werden wir allerdings erst später bekommen, die dann die NPCs letztendlich unterstützen. Ging das jetzt zu? So, man hatte hier Spezialfähigkeiten ausgebildet für den aussichtslosen Kampf mit allen Mitteln. Wenn ihr Götter habt, solltet ihr besser hoffen, dass sie euch hier beistehen. Okay, hier haben wir noch was, was die Truppen dann dementsprechend verstärkt. Ausrüstungsplatz können wir auch noch was einfügen. Eine Waffe beispielsweise oder ein Dolch oder was auch immer. So, wir sind da. Sehr schön. Relativ trostlos das Ganze. Vor allem extrem dunkel. Wo müssen wir denn hin? Dahin. Okay, da reißen wir einmal hin. Mit unserem geilen Allianzschiff. Das gab es von der BlizzCon gab es das Ganze mal. Ich glaube, letztes Jahr war das. Die nächste BlizzCon kommt ja jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was es da ist. Ist schon veröffentlicht, was es für ein Reittier gibt? Ich glaube nicht. Das kann ich mir nicht dran erinnern. Es war auf jeden Fall nicht so ein Schiff, wenn dann. BlizzCon irgendwann im November für all diejenigen, die es interessiert. So. Wieso ist der Start? Sucht nach der Quelle des Zaubers. Ah, okay. Ah, da ist wieder so ein Totem. Das haben wir schon mal kennengelernt. Das Ganze hier. Was kommt jetzt? Ah, es wird wohl nicht so einfach zu zerstören sein, glaube ich. Ja. Leider nicht. Versucht das Schreiben der Dorfbewohner. Aufgrund jüngster Vermisstenmeldungen tritt in Fallhafen eine strikte nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Zu ihrer Sicherheit haben alle Bewohner vor Sonnenuntergang ihre Häuser aufzusuchen. Des Weiteren erhalten wir Berichte von gefährlichen Kreaturen im Vorgebirge. Wir rufen jeden, der sich außerhalb der Stadt bewegt, zur Vorsicht auf. Bürgermeister Weiß bittet um sofortige Meldung verdächtiger Personen oder Vorfälle. Okay, wir haben ja ein neues Bonusziel bekommen. Das heißt, wir müssen erstmal aufräumen, müssen dementsprechend die Stadt erstmal ja, von diesem Fluch letztendlich ist es, glaube ich, befreien. Der die Dorfbewohner versteinert hat. Das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.